Gut, danke schön. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin ja sehr erfreut, dass sozusagen der Usability-Tag auf so eine große Resonanz stößt. Irgendwie ehrlich wächst es und wächst es und wächst es. Und ich glaube auch, dass sich die Organisatoren das ein oder andere Mal heftig verabreden mussten und einige Dinge zu planen hatten. Als es darum ging, zu überlegen, ob man für diesen World Usability Day einen Beitrag einreicht, da war so ein bisschen die Frage, ja wieso denn und wozu, und es soll alles ja auch mit Web 2.0 zu tun haben. Also dieses Jahr steht der Web 2.0 im Mittelpunkt, und was mir da so ein bisschen in den Sinn kam, war der Punkt, warum sind denn Web 2.0 Anwendungen erfolgreich, und die erfolgreichste Anwendung, die mir da irgendwie in der letzten Zeit untergekommen ist, ist irgendwie Doodle, weil es uns irgendwie ganz viel Ballast nimmt. Und auf der anderen Seite bin ich jemand, der sagt, ja, aber es ist nicht alles neu, was wir jetzt hier irgendwie machen, sondern es wird über Usability und analoge Themen schon eine ganze Weile geforscht und gearbeitet. Und wie passen die Dinge denn jetzt irgendwie zusammen? Und deshalb habe ich dann sozusagen ausgehend von diesem reißerischen Titel sozusagen eine Zusammenfassung geschrieben, die Sie jetzt bitte nicht lesen. Und das bei den Organisatoren hier eingereicht. In der Vorbereitung des Vortrags dann habe ich mir überlegt, wie gehe ich damit um, jetzt hier was vorzustellen, und war zuerst versucht, nur eine riesen Baustelle aufzumachen und tausend Dinge zu erklären, und aber das funktioniert überhaupt nicht. Also ob ich jetzt bei Doodle ansetze und da eine Evaluation mache und Ihnen ganz viele kleine Sachen zeige, oder ob ich ganz viel über Usability erzähle, irgendwie machen wir einen riesen Fass auf, wo Sie ja alle in der einen oder Art und Weise schon sozusagen eh über Vorwissen verfügen. Deshalb bin ich von meiner Zusammenfassung ausgegangen und habe mir nochmal meine eigenen Kernkonzepte sozusagen rausgegriffen, die etwas seine Reste löscht und die Sachen ein bisschen sortiert. Ja, also bin sozusagen sehr akademisch-analytisch vorgegangen hier, um am Ende sozusagen eine Gliederung zu haben, die ich Ihnen jetzt präsentieren kann. Diese Gliederung enthält eigentlich genau das, was mir ursprünglich auch in den Sinn kam, als ich mal diesen Beitrag eingereicht habe. Das erste ist sozusagen dieses Thema Web 2.0-Anwendung. Wir bewegen uns hier im Web 2.0-Bereich. Wir haben gerade sehr gut und passend sozusagen einen Vortrag über Usability 2.0 sozusagen gehört. Und an diesem Punkt möchte ich anknüpfen, Ihnen nicht zu viel dazu erzählen, aber vielleicht doch nochmal einen ganz interessanten Ansatz hier deutlich machen. Und danach eher in den klassischen Bereich gehen und zu sagen, aha, es geht irgendwie auch darum, Aufgabenangemessenheit zu berücksichtigen und Aufgabenanalyse zu betreiben, und ich möchte hier sozusagen einen Zusammenhang herstellen zum Erfolg von Doodle. Dann gibt es diesen vierten Punkt, scheinbar gravierende Usability-Probleme, das habe ich mal so in die Zusammenfassung geschrieben, da versuche ich nochmal so ein bisschen deutlich zu machen, was das eigentlich sein kann, und dann, um dann unter Punkt 5 eine Empfehlung sozusagen in den Raum zu stellen, ein paar Botschaften, die mir halt in dem Bereich wichtig sind. Fangen wir also an mit Web 2.0. Diese Folie können wir sehr schnell und kurz erledigen. Im Grunde steht sozusagen drauf, dass es insbesondere um die veränderte Nutzung und Wahrnehmung des Internets geht, für den einzelnen Benutzer, für Gruppen von Benutzern, für Teams, für Communities etc. Das haben wir gerade alles in dem Vortrag vorher hier ganz ausführlich erzählt bekommen. Deshalb mache ich da einfach radikal weiter und zeige ein Bild, was eben bekannt ist, ich glaube, es war eben sogar Hintergrund ganz am Anfang auf der Folie, sozusagen, wenn man Web 2.0 bei Wikipedia eingibt, dann landet man sozusagen bei einem recht ausführlichen Artikel, der versucht, die verschiedenen Facetten deutlich zu machen, und unter anderem wird dieses Bild gezeigt, was nach den in einem Paper definierten Prinzipien von Markus Angermeier 2005 erstellt wurde, um so ein bisschen den Raum deutlich zu machen, in dem man sich hier bewegt. So ähnlich wie meine Zusammenfassung habe ich mir diese Sache auch nochmal genauer angeschaut und habe versucht, hier mal so ein bisschen zu systematisieren und zu gucken, ist denn das wirklich nun was ganz anderes? Also heute früh im Radio haben wir gehört, 1990, 18 Jahre Web wurde heute früh im Radio erzählt, ja, irgendwie auf den Tag genau, ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber in dem Artikel über Web 2.0 steht auch, dass Tim Berners-Lee im der Meinung ist, dass es ja gar nicht um 2.0 geht, sondern eigentlich macht man jetzt das, was ursprünglich auch intendiert war. Und wenn wir da genau mal reingucken und wir teilen das mal so ganz grob ein, dann finden wir hier so vier Bereiche, da kann man jetzt natürlich über jeden einzelnen Punkt streiten, dass diese Baustelle mache ich jetzt nicht auf, aber die vielleicht ganz entscheidend sind für den Erfolg dieser Web 2.0-Faktoren. Das eine ist das Thema Benutzerunterstützung. Ja?
jeder einzelne von ihm findet sozusagen in Web 2.0 Unterstützungsmöglichkeiten für bestimmte Dinge, die er halt privat im beruflichen Leben und wo auch immer tun will, tun möchte, tun muss. Gleichzeitig gibt es, und da kommen wir sozusagen auch zum Thema Usability und User Experience, eben den Qualitätsaspekt. Und was macht eigentlich den Erfolg aus und woran messen wir das auch wirtschaftlich, da so ganz rechts in der Mitte? Das sind alles sozusagen Kriterien, die wichtig sind. Und zu dem Stichwort User Experience will ich auch nochmal sagen, es geht eben um die positive Nutzungserfahrung. Das ist nicht unbedingt gleich Freude. Also es kann auch mehr sein. Und wichtig ist vor allen Dingen, dass diese verschiedenen Perspektiven nicht einander ausschließen. Also es nicht darum geht, sich zu entscheiden, machen wir User Experience oder Usability, sondern zu sagen, insgesamt geht es darum, sagen, eine hohe Usability zu erreichen, eine hohe User Experience zu erreichen. Das sind einfach Faktoren, die wichtig sind. Und deshalb versteht man Usability im Grunde eben auch als Qualitätsmerkmal. Im rechten unteren Bereich finden wir das, was es eigentlich alles möglich macht, nämlich einen Haufen von Standards und Technologien, die überhaupt dafür sorgen, dass wir in dem Bereich Web 2.0 so erfolgreiche Anwendungen überhaupt bauen können. Und ein vierter ganz wichtiger Punkt, der glaube ich auch eben an mehreren Stellen betont wurde, es sind eben Schnittstellen zwischen Anwendungen, zwischen verschiedenen Welten, zwischen Betriebssystemwelten, aber auch über Medien hinweg. Und all das macht aus meiner Sicht den Erfolg des Web 2.0 aus. Also wollen wir erfolgreiche Web 2.0 Anwendungen gestalten, müssen wir also irgendwie auch genau auf diese Dinge gucken. Trotzdem greife ich jetzt sozusagen einen Bereich raus und das ist der Bereich der Benutzerunterstützung, weil wir jetzt in diesen Punkt kommen, durch Analyse von Grundaufgaben zur erfolgreichen Web 2.0 Anwendung. Was ich da gemacht habe, ist, dass ich mal überlegt habe, wenn wir jetzt diese ganzen verschiedenen Web 2.0 Anwendungen, die es so gibt, mal so ein bisschen sortieren nach so ganz klassischen Grundaufgaben, die schon lange in der CSCW-Forschung thematisiert wird. Also da, wo es um computergestützte Gruppenarbeit geht, da wird schon sehr lange zugearbeitet, finden wir diese Sachen dann eigentlich wieder. Und tatsächlich, es geht also darum, Informationsräume zu schaffen. Es geht darum, Kommunikation und Awareness für andere Personen und für Prozesse zu schaffen. Es geht darum, Kooperation zu unterstützen, also zum Beispiel über Austausch von Dokumenten, das gemeinsame Arbeiten auf Bildschirmen, aber auch Tagging zum Beispiel ist eben eine Form von Kooperationsunterstützung, weil, wie wir eben gesehen haben, Tagging dafür verantwortlich ist, dass wir benutzergenerierte Taxonomien, die sogenannten Volksonomien sozusagen da im Web 2.0 benutzen und damit sozusagen ein ganz entscheidendes Unterstützungsmittel an der Hand haben, nämlich Bedeutung, die tatsächlich von Benutzern erzeugt werden als Klassifikationsmerkmal für Inhalte. Und der letzte Punkt ist eben die Koordinationsunterstützung, also die Unterstützung von durch Pflegen von Gruppenkalendern, überhaupt ganz allgemein Termin- und Ressourcenplanung, Workflow-Systeme etc. So, was ich also damit sagen will, ist, CSCW kann ganz gut sozusagen als Ausgangspunkt dazu dienen, wenn ich also eigentlich erfolgreiche Funktionen auch im Web 2.0-Bereich sozusagen generieren will. Das heißt, wir können eigentlich dahin gehen und können sagen, das sind da etablierte Konzepte, lass uns doch mal schauen, ob wir sowas wie Koordination überhaupt bisher unterstützen. Wenn man sich dann dafür entscheidet, dann kann man sagen, okay, geht es denn jetzt nur um so eine allgemeine Grundaufgabe oder was genau interessiert uns denn hier? Das heißt, wir können dann Teilaufgaben definieren und sagen, geht es denn darum, jetzt zum Beispiel bestimmte Ressourcen zu verwalten? Ja? Und ich bin jetzt also in Arbeitsgruppen tätig, wo eben Räume oder Beamer oder andere Dinge über Google-Kalender verwaltet werden, weil es einfach ein super cooles Instrument dafür ist, um genau diese Aufgabe Ressourcenverwaltung zu erledigen. Dafür war es nicht ursprünglich gedacht, aber macht sich gut. Ja. Wichtig dabei ist sozusagen, wenn man das macht, dass es ja nicht darum geht, tatsächlich diesen ganzen Katalog durchzudeklinieren und zu sagen, wir müssen in jeder Anwendung all diese Dinge bedienen, ja, aber sie dienen als Ausgangspunkt, als Idee, als konzeptuelles Gerüst. Nachher muss es natürlich durch echte Nutzungsanforderungen tatsächlich begründet sein, sonst brauchen wir eine entsprechende Funktion nicht realisieren. Gut. So, jetzt kommen wir zu diesem magischen Punkt, Verabreden 2.0 am Beispiel von Doodle. Dankeschön. Und
Doodle auf der Couch stand auf dem Vortrag. Da wollte ich noch zu sagen, Doodle auf der Couch geht ja eigentlich gar nicht, weil Doodle ist nicht da. Ja? Also Sie wissen ja, wenn man sozusagen das ein bisschen psychologisch sieht mit der Couch, dann muss ja da jemand auf der Couch liegen und wir wären sozusagen jetzt die Therapeuten und würden daneben sitzen. Das geht gar nicht. Worauf ich hinaus will, ist, dass all das, was wir hier besprechen und überlegen, ja nur geht, wenn man tatsächlich mit denjenigen, die nachher die Funktion bauen, die Anwendung bauen und so weiter, daran arbeitet, diese Konzepte umzusetzen. Ja, jetzt greife ich nochmal diese Grafik auf, die wir da vorhin hatten und sage eben, und das ist sozusagen meine feste Meinung, der große Erfolg von Doodle kommt sozusagen daher, dass sie genau an diesem Punkt angesetzt haben. Ja, die gesagt haben, wir kümmern uns mal um den ganzen anderen Kram gar nicht, sondern wir unterstützen jetzt einfach mal, wie können sich Leute koordinieren. In der Neuen Züricher Zeitung gab es hier in diesem Jahr einen Artikel dazu, wo man mal darüber geschrieben hat, wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Und da finden wir eben, die erste Version von Doodle programmierte der heute 34-jährige Informatikingenieur Michael Neff im Jahr 2003 als privates Projekt. Er war an der Herausforderung gescheitert, mit Kollegen einen gemeinsamen Termin für ein Nachtessen zu finden. Ja, also letztendlich sozusagen ging es um ein ganz zentrales Bedürfnis, was, wie wir alle aus Terminfindungsprozessen wissen, durchaus sozusagen sehr schwer zu realisieren ist. Und was er dann gemacht hat, hat er gesagt, gut, dann machen wir dafür mal eine einfache Lösung und jetzt schauen wir sozusagen in so eine einfache Terminumfrage rein, wie man sie hier in Doodle erstellen kann, tatsächlich in drei Schritten. Man muss sich nicht groß anmelden, es geht alles sozusagen ganz schnell und man definiert Termine und dann geht es los. Und was man dann macht ist, hier hat sich Egon angemeldet, sozusagen man sagt, wann kann man und wann kann man nicht. Und damit ist die Sache klar. Und diese ganzen Gründe, die es immer so gibt, ja, da könnte ich eigentlich, aber da hat mein Sohn Fußball und theoretisch hat mich auch schon geehrt mit dem Fußball, aber eigentlich, ja, ich kann da eben nicht. Und da kannst du es nicht verlegen, nee, kann ich nicht, aber dafür hast du doch immer Ballett und so geht das immer weiter. Und diesen ganzen Quatsch braucht man ja eigentlich gar nicht, weil es im Grunde ja nur darum geht, festzustellen, wann können wir denn nun gemeinsam. So am Anfang geht es darum, erstmal nur. Wenn wir dann weitermachen, dann tauchen jetzt hier noch Benny und Kelt auf und die sozusagen, die koordinieren sich auch und die wollen irgendwie alle insgesamt einen Termin finden, wofür auch immer. Und ja, wer die Olsenbande kennt, weiß, dass es nicht so gut ist, was sie da machen. Aber der entscheidende Punkt an der Sache ist, dass wir hier sehen, die finden gar keinen gemeinsamen Termin. Ja? Also wenn Sie jetzt da hingucken, wird erstmal gar keiner vorgeschlagen. Also sozusagen einer fehlt beim Bruch oder aber Sie müssen daran was arbeiten. Und jetzt wird schon interessant, was wäre jetzt eigentlich die nächste Teilaufgabe? Wie sieht es denn jetzt aus mit Abstimmungsprozessen? Ja? Also wie klären wir jetzt damit, dass vielleicht Benny und Geld da übereinkommen, vielleicht den einen Montag oder den anderen Mittwoch? Ist Ihnen aufgefallen, der eine kann immer nur montags und der andere kann immer nur mittwochs. Da ist ja eine Regelmäßigkeit drin. Ah, sowas gibt es auch. Ja? Das heißt, wenn wir eine ganze Weile drüber nachdenken, fallen uns jetzt zig Sachen ein, die alle so potenzielle Unterstützungsfunktionen beinhalten. Ja? Kann ich denn sowas wie Muster erkennen? Kann ich das kommunizieren? Kann ich das anderen Benutzern mitteilen? Lasse ich die miteinander die Dinge aushandeln und das Ergebnis wieder hier einspielen? Etc., etc., etc. So, nun ist es ja nicht alles ganz neu. Und die machen das jetzt schon ein paar Jahre, so offiziell seit 2006 und noch mit mehr Geld unterstützt seit 2007. Und hier habe ich so ein paar Nutzerkommentare mal aufgeschrieben, die man so in Foren findet oder wenn jemand sozusagen darüber berichtet. Ja. Ein sehr schöner Satz, atemberaubend schön ist das alles nicht, aber es funktioniert und zwar so simpel wie kaum ein schickes neues Web 2.0-Werkzeug. Man findet übrigens genau den umgekehrten Ansatz auch, dass die Leute darüber diskutieren und sagen, ja, da gibt es ein anderes Tool, das ist viel schicker, das kann es auch, was Doodle kann, aber das ist noch schicker. Interessanter Punkt, ja, letztendlich sozusagen, was ist jetzt wichtig, User Experience, Aufgabenerfüllung, so, ich selbst bin Fan von Doodle und habe schon einige Events und Meetings damit organisiert. Der große Vorteil ist, dass es super einfach und super schnell ist. Ganz zentrale Usability-Kriterien. Ja? Es muss funktionieren, es muss effektiv sein, mich hier zu unterstützen, es muss effizient sein. So, und so weiter. Ich könnte jetzt noch so ein paar Sachen darauf sozusagen da noch mit vorlesen. Wichtig vielleicht, was auch in dem Artikel dann stand, ist, jetzt werden also laufend neue Funktionen entwickelt für dieses System. Habe ich ja eigentlich eben mit so ein paar Worten schon nahegelegt. Und hier sehen wir mal ein Beispiel aus dem Newsarchiv, was wir sozusagen auf der Website haben, wo jetzt verschiedene Funktionen stehen, die zu verschiedenen Terminen hier neu eingeführt werden. Ja?
So, jetzt könnten wir über jede einzelne dieser Funktionen diskutieren. Ist sie sinnvoll? Ist sie nicht sinnvoll? In welchem Kontext ist sie sinnvoll? Und handeln wir uns möglicherweise damit neue Probleme ein? Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich so, wenn ich neue Funktionen irgendwie einbringe, dann sind Benutzer ja clever, die wollen ihre Aufgaben eben effektiv und effizient lösen. Und das machen sie eben, indem sie dann sozusagen sich neue Dinge überlegen und das eine oder andere auch ein bisschen anders machen. Also zum Beispiel kann man ja mal warten, bis alle Kollegen abgestimmt haben und dann mal gucken, was man macht. Wenn es jeder macht, wird schwierig. Ja? Man kann aber auch irgendwie schon mal was reinschreiben und es dann hinterher wieder ändern. Ja? Erstmal gucken, was die anderen machen und es dann nochmal ändern. Ja? Man kann so eine Funktion nutzen wie Ex- und Import von Kalenderdaten, kann man machen, aber es führt dann dazu, dass alle Leute eine bestimmte Anwendung nutzen müssen, damit es dann auch noch wieder funktioniert. Möglicherweise nimmt man sich jetzt genau etwas vom Erfolg. Und diese ganzen Themen zu handeln, ist eben ziemlich schwierig. Und da kommen wir jetzt nochmal an diesen Punkt, gravierende Usability-Probleme oder scheinbar gravierende. Da wollte ich einfach hinaus, es gibt immer eine Anforderung, es gibt immer ein Bedürfnis, es gibt immer jemanden, der sagt, das brauche ich, das möchte ich und es hilft mir, aber es hat immer Auswirkungen auch auf andere. Und deshalb können wir nie, also wir kriegen häufig so diese Frage, wenn wir das Feature hier einbauen, ist es denn dann alles viel besser mit der Usability? Und dann antwortet man immer mit denselben Sachen, ja, es kommt drauf an. Ja, wir können es ja nicht wirklich sagen, wir müssen erst mal gucken, welche Benutzergruppe betrifft es, hat es eine Auswirkung auf eine andere oder müssen wir eine Kompromisslösung dafür entwickeln? Eins dieser Probleme, das war auch sozusagen der Anlass für mich, ursprünglich das hier sozusagen rauszusuchen, ist eben der Punkt, dass man hier Einträge anderer Leute löschen kann. Ja, also wer den Link zu der Umfrage hat, der kann auch andere Einträge ändern. Einfach deshalb, weil es sehr effizient ist und sehr schnell und sehr gut möglich, hier Dinge zu ändern, aber ist das immer gewünscht und macht es nicht Probleme. Und ich habe bei bekannten Umfragen sozusagen auch schon erlebt, dass es schon zu Irritationen und Ärger geführt hat, weil der eine dachte, na, ich wusste doch, du kannst da nicht und deshalb habe ich das mal geändert, der andere konnte aber doch. Und, ja, also es ist sehr schwierig und damit kommen wir sozusagen eben darauf, dass es immer so zwei Dinge gibt, dass es immer um Trade-offs geht zwischen zwei Sachen. Also einmal hier eben das komfortable Verabreden ohne Login versus wir vernachlässigen die Sicherheitsanforderungen, wie zum Beispiel die Löschbarkeit durch Fremde. Das kann natürlich ein Problem machen, insbesondere dann, wenn man, wie es glaube ich sehr häufig jetzt der Fall ist, es auch in beruflichen Anwendungen einsetzt. Oder was ich gefunden habe in einem Forum, da hat jemand einen langen Beitrag sehr hübsch dazu gemacht, irgendwie, wie es denn wäre, wenn man für 30 Tage abfragt, nacheinander im Gespräch mit Ihnen zum Beispiel, ob Sie von 9 bis 11 Uhr, von 13 bis 15 Uhr und von 17 bis 19 Uhr Zeit haben. Und Sie sagen immer nein, 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 nein. Ja, du darfst nur mit Ja und Nein antworten. Und dann macht man das 10 Minuten. Und dazu wird man in manchen Umfragen sozusagen auch gezwungen. Ja, das heißt also auch hier ist wieder der Punkt, wie viel kann man denn eigentlich vorgeben? Und wie viel ist denn noch okay? Und können das Leute eigentlich bearbeiten oder nicht? Dann gibt es jetzt sogenannte wie leicht oder wenn es sein muss Umfragen. Das ist die Frage sozusagen, macht es Sinn, diese Option wie leicht wieder einzuführen? Ja? Oder nehme ich mir nicht gerade den Vorteil, der sagt, wir haben hier eine klare Entscheidungsunterstützung. Ja? Und wir unterstützen vielleicht lieber Abstimmungsprozesse. Alles Usability-Fragen. Ja? Prozess-Awareness, letzter Punkt versus Doodle-Spam, habe ich also sozusagen mir Egon, Emil und so eingerichtet und dann kriege ich eine E-Mail nach der anderen, wer da nun alles was geändert hat. Ja? Und plötzlich habe ich 10 Doodle-Mails hintereinander und irgendjemand, der eine komplexere Umfrage hat, 20, 30, 40 in seinem Posteingang. Auch hier kann man sich dagegen entscheiden. Ja, man muss ja die E-Mail-Adresse nicht angeben, aber dann habe ich auch keine Prozess-Awareness mehr. Ja? Also gibt es einen anderen Weg und so weiter. Also die Fragen heißen immer, in welchen Kontexten ist das relevant, müssen wir genau diese Probleme bearbeiten und wie geben wir dem Benutzer entsprechende Hilfsmittel an die Hand mit solchen neuen Funktionen auch umzugehen. Letzte Folie ist ein Ausblick, der darauf zielt, diese Identifizierung genau solcher Trade-offs, wie ich sie eben am Beispiel genannt habe, als Chance zu sehen für die Entwicklung innovativer Produkte und nicht als Problem. Also ich sage, oh Gott, dann hat wieder ein Benutzer und wollte irgendwas und der andere regt sich wieder auf. Nein, es ist eine Chance, weil dann wissen wir ja, wo wohl die Bedürfnisse liegen und was man da machen kann. Insgesamt fürs Vorgehen bedeutet das also, Grundaufgaben und Teilaufgaben wirklich systematisch mal anzuschauen und zu gucken, verstecken sich da potenziell erfolgreiche Unterstützungsfunktionen. Dabei eben diesen Gestaltungsraum auch für alle Projektbeteiligten erfahrbar zu machen. Dazu dienen übrigens auch Personas und Nutzungsszenarien, um wirklich zu erfahren,
wie sieht denn das Problem hier eigentlich aus oder wie sehen solche Trade-offs aus? Das reicht nicht, wenn ich das hier jetzt in drei Zeilen auf die Folie schreibe, aber wenn man wirklich so ein Nutzungsszenario da vor sich sieht, wo man sagt, oh, das ist aber wirklich schwierig, ja, dann sind doch alle ganz anders motiviert, mit diesem Problem umzugehen. Diese Trade-offs, die ich eben benannt habe, und da gibt es eine ganze Reihe von, die sollte man eben bewusst suchen. Dazu eignen sich eben wirklich das Einholen von Nutzerfeedbacks, Fokusgruppen, also eine ganze Reihe auch von qualitativen Methoden eignen sich da sehr gut dafür, um dann eben neue Anforderungen, die dann zu bearbeiten sind, abzuleiten. Vielleicht noch ein Punkt immer zu diesem, der Benutzer hat immer recht, ja, also der hat natürlich immer recht, auch wenn er Lösungen auf den Tisch legt, und trotzdem hat er nur recht in Bezug auf seine Bedürfnisse, nicht in Bezug auf die Lösung. Ja, aber es ist gut, der darf jede Lösung auf den Tisch legen, dahinter steckt ein Bedürfnis, es ist gut, wenn wir es kennen, ja. Also Lösungen analysieren, um Bedürfnisse zu erkennen. Und das Vorgehen muss sicherstellen, dass alle Projektbeteiligten sozusagen in die genannten Themen involviert sind und genau wissen, für wen und was sie eigentlich da auch tun. Und das ist ja genau ein Web 2.0-Prinzip. Und damit möchte ich an dieser Stelle auch enden und danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Polkin, für diesen sehr lebendigen Vortrag. Wir haben sicher noch ein wenig Zeit für Fragen. Gibt es Fragen? Also ich denke, manchmal ist es schwer, mit der ersten Frage zu beginnen. Ich habe mir eine überlegt. Sie haben ja nun wirklich eine Menge von Inkompatibilitäten aufgezeigt. Wie kann ich verschiedene Usability oder verschiedene Kriterien miteinander vereinen? Mich würde interessieren, haben Sie auch mal eine Lösung im Konkreten entwickelt? Hier jetzt, an diesem Beispiel? An diesem oder an anderen Beispielen? Ja, an anderen Beispielen schon, aber dann würden wir die neue Baustelle aufmachen sozusagen. Das dauert ein bisschen länger, ja, also okay. Das ist ganz klar. Ich berichte das ja genau deshalb, weil das eben irgendwie ein Ansatz ist. Also klar. Für mich war es wichtig, sozusagen diese Sachen vorzustellen, ja. Weil ich genauso auch vorgehe. Bei Doodle, wenn wir jetzt hier diese Beispiele nehmen, die haben natürlich auch schon Funktionen eingebaut, wo sie dafür Lösungen etabliert haben. Also dieses MyDoodle, was es da zum Beispiel gibt, ist eben die Lösung für dieses Thema, eine Prozess-Awareness zu haben, auch wenn ich nicht die E-Mail kriegen will, dann kann ich eben selber aktiv reingehen und gucken, wie der Status aussieht. Ich kaufe mir damit allerdings wieder das Thema ein, dass ich mich dann da eben doch anmelden muss. Ja? Also, aber es sind immer Kompromisse, die man letztendlich aushandeln muss. Mich würde noch ergänzend interessieren, Usability-Evaluierung und auch antizipieren, was für Probleme entstehen, das kostet ja immer viel Zeit, um sowas rauszukriegen. Ja. Haben Sie einen sozusagen Ansatz, wie Sie damit umgehen? Nehmen Sie 5 Testpersonen oder Sie haben ja auch gesagt, dass Sie versuchen rauszukriegen, wie die Resonanz ist von Leuten, die tatsächlich eine Funktionalität benutzen. Wie gehen Sie damit um? Also auch um so ein vernünftigen Match zu finden zwischen Aufwand und Ertrag. Ja, aber genauso aufwendig, wie es klingt. Nicht? Also, ist auch. Ja, okay. Also es gibt kleine qualitative Studien mit wenigen Benutzern, die sehr viel aussagen, also wo es Sinn macht, tatsächlich mit wenigen Leuten zu reden, weil man viele dieser Trade-offs tatsächlich schon auf den Punkt gebracht wird. Wichtiger ist halt, die richtige Zielgruppe auszuwählen und zu wissen, wen man da eigentlich einlädt. Also es geht nicht unbedingt darum, das mit 30 Leuten zu machen. Das, was ich als sehr aufwendig sehe, ist tatsächlich in neuen Domänen oder in wenn man Unterstützungsfunktionen generiert, wo es eigentlich noch nicht so richtig was gab, dann tatsächlich da Anforderungsanalysen zu machen, weil die müssen dann schon umfassender sein. Okay, vielen Dank. Ja.